Der Weg. Chemin de l'Église du Buisson. Wir befinden uns hier auf dem Weg, genannt Chemin de l'Église du Buisson, inmitten der Ländereien des Gestüts Retz. Hier ist das Pferd überall König. In der Umgebung dieses Weges bemerken wir hier und da eingezäunte Wiesen. Kilometerlange Zaunanlagen aus Holzplanken halten die Pferde zurück und in Sicherheit. Unterstände sind vorhanden, um ihnen bei schlechtem Wetter Schutz zu bieten. Diese grünen Auen werden auch von wilden Tieren durchstreift. Frühaufsteher werden im Morgengrauen durch den Anblick von Hasen, Füchsen und sogar Rehen belohnt. Und wenn ihr in die Höhe schaut, erblickt ihr vielleicht einen Bussard, der seine Kreise dreht, oder eine Turmfalke, die wie der Heilige Geist herniederkommt. Was die Vegetation anbelangt, so dominieren die Eichen. Manche sind hundertjährig. Schaut genau hin, vielleicht beobachtet euch gerade ein Eichhörnchen von seinem Platz in einer Astgabel. Außer den Weiden des Gestüts besteht das Plateau von Merville auch aus Anbauflächen für Weizen, Mais und Raps. Kommen wir zum Gestüt von Retz zurück. Das Zuchtzentrum nimmt nur Hengste auf, die entweder auf dem Gestüt geboren und aufgezogen worden sind oder die wir gekauft haben, als blutjunges Fohlen oder als Jungtier, mit dem bereits gearbeitet wurde. Von Züchtern, die ihre Dienste privaten Ausbildungsstellen anbieten oder von anderen Gestüten mit einer uns vergleichbaren Infrastruktur. Diese Pferde dürfen in Frankreich bis zu 100 Stuten decken. Das ist die aktuelle Gesetzeslage in 2012. Dazu kommen noch die unzähligen ausländischen Stuten. Weil wir erstklassige Hengste haben, von guter Abstammung und mit guten Leistungen, sind unsere Hengste sehr stark gefragt. So besteigt jeder unserer Hengste jedes Jahr zwischen 80 und 100 Stuten. Und man muss wissen, dass unsere Hengste eine durchschnittliche Befruchtungsrate von über 85% erbringen, was Anlass zur Hoffnung gibt, dass im folgenden Jahr jedes Pferd mindestens 80 lebende Fohlen erzeugt, wenn es 100 Stuten gedeckt hat.